Gehen wir zum Hadith Nummer 4. Der Hadith Nummer 4 ist einer der wichtigsten Hadith. Ich habe mit diesem Hadith große Probleme gehabt. Habe mir dann mit diesem Hadith den Kopf zerbrochen. Sehr lange. Aus einem bestimmten Grund. Aber lesen wir erstmal den Hadith und dann schauen wir, wo das Problem ist. Vielleicht hat das jemand von euch auch schon mal, hat sich auch mal Gedanken darüber gemacht. An Abdullah ibn Mas'ud قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Abdullah ibn Mas'ud, er sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam teilte uns Folgendes mit, und er ist der Wahrhaftige, derjenige, der als wahrhaftig erwiesen ist. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Hier ist schon das Problem. Wir klären erst das Problem und dann gehen wir weiter. Er sagt, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Bauch seiner Mutter für 40 Tage als Tropfen gesammelt. 40 Tage als Tropfen. Habt ihr schon mal so ein Embryo gesehen? 40 Tage, wenn es 40 Tage hat? Ist es ein Tropfen? Wenn wir von Tropfen reden, reden wir von flüssigem Zustand. Richtig? Ich habe es euch mal hier etwas vorbereitet. Guck mal hier, 4 Wochen alt. Das sieht nicht mehr wie ein Tropfen aus. Richtig? Tayyib. Nimm das mal hinzu und nehmen wir einen Hadith, der bei Muslimen überliefert wird. Ich erinnere mich nicht mehr, wer der Rawi ist. Auf jeden Fall, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn 42 Tage verstreichen, schickt Allah Ta'ala einen Engel zum Embryo mit dem Auftrag, ihn zu formen. فَشَقَّ لَهُ بَصَرَهُ وَسَمْعَهُ. Er formt seine Augen und seine Ohren. 42 Tage. Das kann also keine Flüssigkeit mehr sein. Richtig? Dieser Hadith hat mir deswegen viele Probleme gemacht. Ich habe mich gefragt, wie man das zusammenbringt. Und am Ende bin ich dann auf einen Punkt gestoßen. Ich bin nie darauf gekommen, einfach aus folgendem Grund, weil die Al-Arba'un al-Nawawiyya sind eines der ersten Dinge, die man auswendig lernt. Und dann hast du diesen Hadith in diesem Wortlaut auswendig gelernt. Und jetzt, das machen auch die Shurrah, ich glaube auch die meisten, die dieses Buch erklärt haben, haben das auch, einer der ersten Hadiths, die sie auswendig gelernt haben, war die Al-Arba'un al-Nawawiyya. Sie erklären dann das Buch, ohne die, teilweise, ohne die Wortlaute, also diese Aufführung, in den Quellwerken nachzuprüfen. Und selbst wenn du es in den Quellwerken liest, weil du den Hadith so auswendig gelernt hast, stellst du dir das Wort vor, es geht hier um ein Wort, es geht um das Wort Tropfen. Du stellst dir das dorthin obwohl es nicht dort steht. Der Hadith wurde bei Bukhari an mehreren Stellen überliefert. Ich glaube 4 oder 5 Mal im Sahih Bukhari. Bei Muslim kommt er 2 Mal vor. Der Hadith kommt auch im Musnad von Ahmad vor und in den Sunan von Abu Dawud und in den Sunan von Tirmidhi und bei Ibn Majah. In keinem einzigen dieser Bücher ist das Wort Nutfa, Tropfen erwähnt. Kein einziges. Woher rührt dann der Fehler? Das ist ein Fehler. Woher kommt der Fehler? Kommt er vielleicht von den Leuten, die die Abschriften von Al-Arba'un Nawawiyya gemacht haben? Das glaube ich nicht. Aus folgenden Gründen. Du findest dieses Wort in fast jedem handschriftlichen Manuskript der Al-Arba'un Nawawiyya. Das heißt, da waren nicht irgendwelche Nussach, die das Wort hinzugefügt haben und den Fehler gemacht haben. Der Fehler kommt von Al-Nawawi selbst. Al-Nawawi selbst
hat sich bei diesem Wortlaut geirrt. Warum sage ich das? Weil in allen drei Büchern, die er geschrieben hat, er hat die Al-Arba'un an-Nawawi geschrieben. Was noch? Riyad al-Salihin und das Buch Al-Azkar. In allen drei Büchern hat er diesen Hadith immer mit dem Wort An-Nutfa erwähnt, Tropfen. Und wie gesagt, dieses Wort An-Nutfa ist in keinem der Usul vorhanden. In keinem der sechs Bücher vorhanden. Das heißt, es ist ein Fehler. Und komischerweise weisen die Schurrah fast nicht darauf hin. Was noch schlimmer ist, sie weisen nicht nur nicht darauf hin, sie leiten davon auch Ahkam ab. Sie leiten davon auch Ahkam ab, wie bei diesem Buch. Was steht denn da an dieser Stelle? Weil jedenfalls, er sagt in dieser Erklärung beispielsweise, er leitet aus diesem Wortlaut, dann er erklärt das und sagt, dass das Embryo, ich nenne es mal jetzt Embryo, 40 Tage lang, also die erste, der At-Tawr al-Awwal, die erste Phase ist, dass er 40 Tage lang als Flüssigkeit verweilt. Woher hat er das abgeleitet? Aus dem falschen Begriff. Versteht ihr? Dieser Begriff ist gar nicht vorhanden. Es geht, also der Hadith sagt eigentlich, deswegen habe ich hier auch durchgestrichen, eure Schöpfung wird 40 Tage gesammelt. Sie wird 40 Tage gesammelt. Das kann eine Andeutung auf die Zellteilung sein am Anfang. Am Anfang hat diese Zelle keine bestimmte Gestalt. Ja? Es ist einfach wie so eine Kugel, die immer größer wird, bis sie irgendwann eine Gestalt annimmt. Denn wenn wir das als Flüssigkeit nehmen, dann, wie gesagt, das hier sieht nicht wie eine Flüssigkeit aus. Und das ist schon in der vierten Woche so. Tayyib. Gut, lesen wir weiter. Also das Wort Nutfa durchstreichen, wenn ihr das habt. Thumma yakunu, wie gesagt, es geht hier nur um den, damit man mich nicht missversteht, das Wort Nutfa kommt im Koran vor, bei den verschiedenen embryonalen Phasen. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min Nutfa. Es geht mir aber um diese 40 Tage Nutfa. Das ist nicht im Koran erwähnt. Tayyib. Thumma yakunu alaqa, thumma mithla dhalik. Thumma yakunu mudgha mithla dhalik. Thumma yursilu Allahu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ. Das bei Bukhari und Muslim überliefert. Und in den, eigentlich bei allen sieben. Bei allen sieben ist dieser Hadith überliefert. Wir hatten gestern erklärt, was es bedeutet, wenn ein Hadith bei allen sechsten überliefert ist. Erinnert ihr euch, ne? Wenn wir sagen bei allen sieben, dann meinen wir damit noch den Musnad von Ahmed. Fügt den Musnad von Ahmed noch hinzu. Ahmed ist wann gestorben? Wo sind die Hanabila hier? Na, 241. In Bukhari haben wir gesagt 256. Muslim 261. Tayyib. Al-Imam Malik 179. Abu Hanifa 150. Nein, 150 nach Hijjah. Tayyib. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, okay, lesen wir mal die Übersetzung hier. Das ist auch ein bisschen klein, aber. So.
Also, er sagt, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Bauch seiner Mutter für 40 Tage gesammelt. Dann wird er zu einem Klumpen für ebenso lange. Dann wird zu ihm der Engel gesandt. Vorher haben wir es vergessen. Und danach zu einer gestalthaften Masse für ebenso lange. Dann wird zu ihm der Engel gesandt, der ihm die Seele einhaucht. Wann? 40 plus 40 plus 40 macht 120. Also nach 120 Tagen wird ihm die Seele eingehaucht. Das entspricht 4 Monate. Dem Engel sind 4 Befehle erteilt, nämlich das Niederschreiben des Lebensunterhalts, seiner Lebensfrist, seines Handelns und ob er unglücklich oder glücklich sein wird. Bei Allah, das ist der zweite Teil des Hadiths, bei Allah, außerdem es keinen anderen Anbetungswürdigen gibt, ein jeder von euch mag so handeln wie die Bewohner des Paradiesgartens, bis ihn vom Garten nur noch eine Ellenlänge trennt. Dann aber kommt ihm das Festgeschriebene zuvor und er handelt, wie die Bewohner des Höllenfeuers handeln, sodass er ins Feuer eingeht. Und umgekehrt mag ein jeder von euch so handeln, wie die Bewohner des Höllenfeuers handeln, bis ihn vom Feuer nur noch eine Ellenlänge trennt, dann aber kommt ihm das Vorgeschriebene zuvor und er handelt, wie die Bewohner des Paradiesgartens handeln, und sodass er ins Paradies eingeht. Das ist bei Bukhari und Muslim überliefert. Also wir wollen hier erstmal Folgendes betrachten. Allah Ta'ala erwähnt hier insgesamt, oder der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erwähnt in diesem Fall hier, 3 Stadien. 3 Stadien, die das Embryo im Schoß der Mutter durchmacht. Diese 3 Stadien sind auch im Koran erwähnt. An einer anderen Stelle sind 7 genannt, etwas detaillierter. Aber die 3 erwähnt Allah Ta'ala zum Beispiel in der Surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab. O ihr Menschen, wenn ihr in Zweifel über die Auferweckung seid, so wisset, wir haben euch aus Turab erschaffen. Euch. Was ist hiermit gemeint? Hier ist Adam gemeint. Hier ist lediglich Adam gemeint. طيب. Manche Menschen missverstehen diesen Vers. Weil Allah Ta'ala sagt, wir haben euch aus Sand erschaffen. Sie denken an jeder Einzelne von sich. Ich weiß noch, man hatte uns erklärt, als wir klein waren. Ich habe mich immer, wenn man sich so kratzt, ne, geht ja so ein bisschen, sowas wie Staub löst sich da. Da löst sich etwas ab und es wird so weiß. Und ich habe mich gefragt, was das ist. Da habe ich einen Großen aus unserem Haus gefragt. Sagt er, ja, das ist, weil wir aus Sand geschaffen sind. Der Sand löst sich. Also, min Turab, thumma min Nutfa. Das ist Phase Nummer 1. Nutfa. Ein Nutfa ist der Tropfen. Und diese Nutfa übrigens wird im Koran etwas näher erläutert, dass es ein Gemisch ist. Es ist ein Gemisch. Ein Tropfengemisch. Weil Allah Ta'ala sagt, Nutfa Amshaj. Was heißt Amshaj? Amshaj heißt eine Mischung. Eine Mischung aus mehreren Tropfen. Das ist eine Anspielung darauf, dass der Mensch aus der Eizelle des Mannes unter der Keimzelle des Mannes und der Frau geschaffen wird. Und das ist nicht so selbstverständlich, denn im Mittelalter und auch schon davor dachte die Mehrheit der Menschen, auch große Philosophen wie Aristo,
Aristoteles, der 322 vor Christus gestorben ist. Und auch große Denker und Philosophen und Theologen im Mittelalter, wie Thomas von Aquin oder wie er heißt, sie dachten, es gibt sowas wie einen Miniaturmenschen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich zeige euch mal, was das bedeutet. Also sie waren der Auffassung, dass die Frau eine Art, das war auch noch hinzu, die Frau eine Art unvollkommener Mann ist. Eine Art unvollkommener Mann und dass die Kinder nur die Eigenschaften der Väter übernehmen würden. Das heißt, die Väter sind aktiv an der Schöpfung des Kindes beteiligt, sie formen ihn. Die Frau ist nur der Mahal, al-Mahallul Qabil. Sie nimmt yani, sie ist nur für den Empfang gedacht und passiv. Die weibliche Eizelle wurde nämlich erst im 19. Jahrhundert entdeckt, im Jahr 1827. Ein Miniaturmensch ist das hier. Moment. Nein, das war hier. Sie dachten, in der, yani im Spermium ist so ein winziger kleiner Mensch ein Nutfer. Das ist die erste Stufe. Die nächste Stufe, die dann Allah Ta'ala im Koran erwähnt, genauso wie im Hadith. ثُمَّ مِنْ عَلَقَ. Dann aus der Alaqa. Oder dann formt er ihn zur Alaqa. Al-Alaqa ist ein Anhängsel. Etwas, was sich an etwas, yani, das kommt von dem Wort Al-Ta'allaqa bi-Shay, sich an etwas festmachen. Das ist die zweite Phase und dann die dritte. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. Hierauf aus einem Klumpen, der gestaltet oder ungestaltet ist, also teils gestaltet, teils ungestaltet. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Das sind die drei Phasen des Embryos, die im Koran erwähnt werden. An einer anderen Stelle im Koran werden sieben Phasen genannt. Die beinhalten einfach nur ein paar mehr Details. Das wollen wir uns auch mal anschauen hier. In diesem Vers. Wir schufen den Menschen aus einem Auszug aus Lehm. Das ist Adam. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen. Nutfer. In einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Alaqa. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Mudra. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung. Weitere Schöpfung, ein vollendeter Mensch. Vollendeter Mensch entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Ja, das sind die sieben Phasen. Hier kommen wir dann zu einem wichtigen Thema. Ich möchte nicht tief auf diese Phasen eingehen. Ich bin kein, kein Biologe und kenne mich mit der Embryologie auch nicht sehr gut aus. Das ist nicht mein Bereich, deswegen überspringen wir das jetzt erstmal. Aber wir kommen zu einem anderen Thema, der den Fiqh betrifft. Und zwar die Abtreibung derartiges. Die Abtreibung und die Ahkam bei Fehlgeburten. Die Abtreibung hat, können wir grob in zwei Bereiche einteilen. Die Abtreibung nach 120 Tagen, das heißt nach der Beseelung des Menschen, die ist mit Konsens der Ahlul Ilm nicht erlaubt. Unumstritten, dass das nach 120 Tagen nicht mehr erlaubt ist, denn das ist Mord. Das ist eindeutiger, unbestrittener Mord. Und daher ist das nicht legitim. Dann die zweite Situation wäre vor 120 Tagen. Vor 120 Tagen ist die größte Mehrheit der Ulama auch der Auffassung, dass es nur in gewissen Situationen erlaubt ist. Ich habe das hier mal zusammengefasst. Und zwar Punkt Nummer 1. Legitim in den ersten 40 Tagen. Erste 40 Tage seit dem Verkehr mit der Frau. Danach illegitim.
Das ist der Madhab der Hanabila. Das ist der Madhab von Ahmad ibn Hanbal. Oder anders ausgedrückt, das ist der offizielle Madhab. Es gibt natürlich andere Auffassungen innerhalb des Madhab, wie von Ibn Aqil. Ibn Aqil ist der Auffassung, dass es auch nach den 40 Tagen, vor den 120 Tagen erlaubt ist, aber das ist nicht der offizielle anerkannte Madhab. Das heißt, die Fatwa richtet sich nicht danach. Punkt 2, nur mit triftigen Gründen erlaubt. Nicht grundlos, das ist der Madhab der Hanafiya, also vor 120 Tagen. Bei den triftigen Gründen, was dazu zählt, das muss man in ihren Quellwerken nachschlagen. Drittens, Makruh in jeder Hinsicht. Das ist die Auffassung von Ali ibn Musa, von den Hanafiya. Einige der wenigen der Malikier, und das ist eine mögliche Aussage bei den Schafiriyyah. Und dann gibt es eine Aussage, verboten selbst vor 40 Tagen, und das ist der Madhab, die offizielle Auffassung der Malikier. Also kurz gefasst, nach der Mehrheit nochmal, nach der Mehrheit der Ahlul Ilm, ist es nach 40 Tagen nicht mehr erlaubt, denn das Leben dieses Kindes ist auf dem Weg und es ist vorbereitet dafür. Es ist vorbereitet dafür, sich zu einem vollständigen Lebewesen zu entwickeln. Und deswegen habe ich ja den Hadith bei Muslim vorher schon genannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nach 42 Tagen wird der Malak ausgeschickt, um ihn zu formen. Er ist noch natürlich nicht komplett ausgeformt, aber man sieht die Umrisse. Man sieht teilweise auch schon, hier, schaut euch das mal an, ich zeige euch nochmal, wie das aussieht da. Wo ist das? Hier, guck mal. 6 Wochen alt. Man sieht schon das Auge, man sieht die Ohren, man sieht die Hände und die Füße. Ja. Bei 4 Wochen war das noch nicht der Fall. Bei 4 Wochen sieht das noch nicht aus wie ein Mensch. Bei 6 Wochen aber sieht man schon die Umrisse. Also von daher stellt sich dann auch eine andere Frage. Was ist, wenn man eine Fehlgeburt, wenn es eine Fehlgeburt gibt? In Bezug auf die Al-Janaza, das Waschen des Kindes, das Gebet, der Al-Kafan. Wie ist das hier? Hier sagen wir, wir richten uns einfach hier an die Beseelung. Nach der Beseelung wird all dies gemacht. Das Kind wird bestattet. Es wird, also eine Waschung, wenn das ist wahrscheinlich nicht möglich. Besonders wenn es direkt nach 120 Tagen geschieht, dann macht man das nicht, aber man begräbt es. Man begräbt es und das Salat al-Janaza wird auch gebetet. Alles, was davor ist, da werden diese Prozesse nicht gemacht. Es wird weder gebetet, noch wird es bestattet, noch wird es gewaschen oder so. Na, das ist also der erste Teil des Hadith, in dem es um das Embryo geht. Im zweiten Teil des Hadith geht es um eine Thematik des Al-Qadha und des Al-Qadar. Er sagt, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Bei dem, neben dem es keinen Ilah gibt, إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Mancher unter euch führt Taten, so wie die Taten der Paradiesbewohner, aus. Und wenn zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Elle ist, führt er Taten aus wie die der Höllenbewohner und betritt sie dann auch. Und umgekehrt. Umgekehrt das Gleiche. Das nennt man Su'ul Khatima.
zu Al-Khatima. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem Hadith bei Bukhari überliefert wird, er sagte, die Handlungen sind entsprechend der Abschlüsse. Die Handlungen sind entsprechend der Abschlüsse. Ich stelle sich aber eine Frage, die berechtigt ist. Wie kommt es, dass ein Mensch sein ganzes Leben lang Handlungen durchführt der Rechtschaffenheit und am Ende macht er dann eine derartige Wende? Die Rechtschaffenheit fördert doch Rechtschaffenheit, oder nicht? Ja? Inna al-birra inna al-sidqa la yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ehrlichkeit führt zum Birr, führt zur Frömmigkeit, und Frömmigkeit führt ins Paradies. Das heißt, fromme Handlungen inklusive der Ehrlichkeit fördern und lassen weitere fromme Handlungen gedeihen. Umgekehrt, وَإِنَّ الْكَذِبَ لَيَهْدِ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ لَيَهْدِ إِلَى النَّارِ. Verlogenheit führt zum Fujur, zur Frevelei. Und Frevel führt ins Feuer. Wie kommt es dann, dass jemand beispielsweise 40 Jahre lang seines Lebens rechtschaffen ist, und plötzlich kommt ihm das Buch zuvor und er macht diese Wende und stirbt danach? Die Antwort: Das geschieht nur wegen einer gewissen Differenz zwischen dem Äußeren und dem Inneren des Menschen. Das, was er äußerlich auslebt, ist nicht ganz im Einklang mit dem, was in seinem Inneren ist. Oder er trägt in seinem Inneren tiefe, in ihm verankerte Krankheiten, Amrad al-Qulub, die sogenannten Amrad al-Qulub, Krankheiten des Herzens. Und ich habe in einem der Durus bei von Muhtasar Minhaj al-Qasidin darüber gesprochen gehabt. Auch gewisse Krankheiten, die wir so kennen, du kannst die Erreger lange Zeit in dir tragen und irgendwann, manchmal nach Jahren, bricht die Krankheit aus. Richtig? Und macht sich dann erst erkennbar. Aber du hattest sie die ganze Zeit in dir. Und so ist es auch mit den Herzenskrankheiten. Die trägt man die ganze Zeit mit sich. Vielleicht lebt man sie auch aus. Aber man hat sich noch gewisserweise irgendwie im Griff. Irgendwann aber bricht sie so stark aus und verbreitet sich, dass sich das dann in jeder Hinsicht auf den Menschen äußert. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser Hadith in einer anderen Aufführung des Wortes, da sagt er: يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ. فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ. Er handelt wie die Handlung der Paradiesbewohner, فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ, in den Augen der Menschen. Aber da ist eine Entfernung, eine Differenz zwischen seinem Äußeren und dem Inneren. Das, was er vorlebt und das, was er wirklich mit sich lebt. Na. Das zeigt aber auch, dieser Hadith zeigt aber auch, wie nah das Paradies für den Menschen sein kann und wie nah auch gleichzeitig die Hölle sein kann. Es ist nur eine Sache der Elle. Eine Elle. Eine Elle ist keine große Entfernung. Eine Elle ist einmal stolpern. Na. Und eines der Gründe, wie gesagt, warum der Mensch am Ende einen schlechten Abschluss macht, ist unter anderem die Ma'asil Khalawat. Ma'asil, al-Ma'asi fil Khalwa.
dass man sündet, wenn man alleine ist. Ma'asif al-Khalwa, dass man die Khalwa ausnutzt, um Sünden zu praktizieren. Genauso eines der Mittel, die den Menschen festigen und stärken, ist die Ibadah in der Khalwa. Al-Ibadatu fil Khalawat. Die Anbetung Allah Ta'alas, wenn man alleine ist. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Hadith von Abdullah, er sagte, Ayyuhan nas, afshu salama wa at'imu at'am wa sallu fil layli wan nasu niyam. Er sagte, o ihr Menschen, verbreitet den Salam, speist die Menschen, betet in der Nacht, wenn die Menschen schlafen, ihr tretet da in das Paradies, in Sicherheit in das Paradies eures Herrn. Ibadah in der Khalwa. In der Nacht sieht dich keiner, in der Nacht schlafen die Menschen, du bist alleine, in einem Zwiegespräch. Die Ibadah in der Khalwa stärkt den Menschen und festigt ihn. Genauso das Gegenteil, die Sünden in der Khalwa schwächen ihn. Deswegen sagten einige der Salaf auch, eines der Ursachen der Su'ul Khatima sind die Sünden. Oder wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, tief verborgene Krankheiten im Menschen, Krankheiten wie Arroganz. Arrogant zu sein. Arrogant zu sein, hochmütig zu sein. Hochmut ist eine der schlimmsten Krankheiten. Hochmut ist eine der schlimmsten Krankheiten und einen derartigen Abschluss häufig zur Folge hat, die Hochmut. Das kann entweder offensichtlicher Hochmut sein. Es gibt einen Fall, da gab es einen König, ich habe vergessen, wie der hieß, von dem ehemaligen Reich der Al-Rasasina, Mamlakatu Rassan. Das war ein Königreich an den Grenzen von Scham. Ein arabisches Königreich an den Grenzen von Scham. Als die Römer noch vorgeherrscht hatten, Vorherrschaft hatten in Scham. Das war ein Königreich dort oben. Und dann gab es an den Grenzen vom Irak gab es auch ein Königreich, Mamlakatu Hira. Das war auch ein arabisches Königreich. Diese zwei Königreiche waren eigentlich nur, sie waren Lakaien der Römer und der Perser. Es war nämlich wie folgt, die arabischen Stämme aus der arabischen Halbinsel, die haben oft die Römer im Scham angegriffen und ausgebeutet und sind wieder geflüchtet. Und die arabische Halbinsel war für die Römer nicht zugänglich. Sie war für sie nicht zugänglich wegen der, wegen der Wege und der Gebirge dort. Ebenfalls die Perser im Irak. Sie haben dann diese Königreiche dort gegründet für ihren eigenen Schutz, damit diese Araber die Beduinen und so weiter die Angriffe ausüben, damit sie sie zurückhalten. Und sie ja nicht vor ihnen bewahren. Da gab es einen König von ihnen, der hat den Islam angenommen. Und das war in der Zeit von Umar ibn Khattab. Der war in der Hajj, hat einen Tawaf gemacht. Und er hat ein langes Gewand gehabt, ein längeres Gewand. Und ein Mensch aus einer niederen Klasse, ist auf sein Gewand getreten. Und er hat sich umgedreht, hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Er hat ihn geohrfeigt. Dieser Mann hat sich bei Umar beschwert über diesen, ich nenne mal Ex-König. Und Umar hat ihn einbestellt für die Vergeltung. Er sollte ihn ohrfeigen. Und sein Hochmut hat ihm das nicht erlaubt. Und er war so hochmütig, dass er nicht nur sich gegen dieses Urteil widersetzt hat, er ist Murtad geworden und nach Scham geflüchtet zu den Christen, ist wieder Christ geworden. Hochmut, das ist die Hochmut, Al-Kibr. Aber natürlich muss das nicht immer so akut sein. Die Hochmut kann dich auch anders sterben lassen, andere Formen, in Form, dass man wieder rückfällig wird, am Ende seines Lebens. Rückfällig wird, nicht im Sinne unbedingt des Kufr,
Aber das ist die Hochmut. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Hochmut: La yadkhulul janna man fi qalbihi mithqalu dharra min al-kibr. Das zeigt auch, was für eine verabscheuenswürdige Charaktereigenschaft das ist, dass sie in einem, yani, nicht einmal in dem Ausmaß eines Senfkornes geduldet wird. Nicht wird das Paradies betreten, wer in seinem Herzen im Ausmaß eines Senfkornes Kibr hat. Tayyib. Abdul Aziz ibn Abi Rawad, er sagt, ich habe an der Janaza eines Mannes teilgenommen, der am Sterben war, dem man die Shahada La ilaha illallah vorgesprochen hat. Yulaqanu La ilaha illallah. Dann sagte er aber am Ende seines Abscheidens, er sagte, Huwa kafirun biha. Huwa kafirun biha. Er negiert sie und lehnt sie ab. Er lehnt sie ab. Also er hat sie nicht nur gesagt, er hat gesagt, ich lehne das ab. Ja, aber das war ein Mensch, von dem man, der das sein ganzes Leben lang gesagt hat. Und dann hat sich, er sagt, Abdul Aziz, ich habe mich dann über ihn erkundigt. Das hat ihn nämlich gewundert. Denn man muss beachten, der Moment, in dem man am Sterben liegt, das ist die Zeit und Phase, in der du am schwächsten bist. Du bist am schwächsten. Du bist anfällig. Du bist anfällig. Und es gibt viele offene Angriffsstellen, von denen du angegriffen werden kannst. Er sagt dann, ich habe mich informiert über diesen Mann, denn es ist verwundernswert, dass er am Ende so etwas ausgesagt hat. Und dann sagt er, فَإِذَا هُوَ مُدْمِنُ خَمَر. Es stellte sich heraus, dass er Alkoholiker war. Also er meint, مُدْمِنُ خَمَر, jemand, der regelmäßig Alkohol trinkt, das meint er. Und deswegen sagte er dann Abdul Aziz nach diesem Vorfall, er sagte, اتَّقُوا الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُ. Fürchtet euch vor den Sünden, achtet euch vor den Sünden, denn sie haben ihn zum Fall gebracht. Na. Das ist der Hadith Nummer 4 gewesen.